Und damit sage ich herzlich willkommen zum dritten Update meiner Brick City. In diesem Video seht ihr, was sich in dieser Woche alles verändert hat. Viel Spaß. Und die Stadt wird langsam realistischer. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich angefangen, die Straßen zu bebauen. Wir haben hier aus dem Lego Set mit den Straßenplatten. Alle Fokus. Die Lampen, die Straßenschilder und die Ampeln übernommen. Und die ersten Grundrisse des Bahnhofs entstehen. Hier soll der Eingangsbereich werden. Ich habe hier auch schon mal gerade zu Gehwege angedeutet. Natürlich darf der Blitzer nicht fehlen. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist schon mal alles mit Blades ausgelegt, um den Anfang des Bahnhofes zu, ja, um den Grundriss des Bahnhofes mal zu ermöglichen bzw. ersichtlich zu machen. Hier sind dann die ersten Stützen, da wird dann die zweite Ebene drauf. Und wie man dann im Grundriss ersehen bzw. wie man am Grundriss erkennen kann, befindet sich dann bis hierhin das Bahnhofsgebäude und da, wo jetzt sich diese Stützen befinden, die werden übrigens noch ausgetauscht, ebenfalls durch diese Gitterelemente, befindet sich dann der erste Bahnsteig von dreien. Denn wir werden in diesem Bahnhof insgesamt drei Gleise haben mit einem, zwei und drei einzelnen Bahnsteigen. Das äußere Gleis wird für den Intercity, also für diesen Zug hier, das mittlere wird für eine S-Bahn und das ganz kurze muss ich mir noch überlegen, da wird es wahrscheinlich einen eigenen Zug für geben. So, da kam gerade eine Bricklink-Bestellung an. Alles für den Bahnhof. Und zwar kommt das aus dem Bricklink-Shop von Brickflo & Son. Da gehe ich mal davon aus, von Brickflo und Sohn. Das wäre einige 2x4 in blau, 2x2 in weiß, 1x4 in blau, ganz, ganz viele 2x4 in blau und schwarze Supports. Alles für den Bahnhof. Darum geht es im nächsten Update, beziehungsweise auch nur in diesem Update, aber das zeige ich euch später, wenn das Dach drauf ist. Und jetzt war ich gerade auch noch shoppen. Beziehungsweise gerade kam die Post nochmal und hat erstmal den ersten Teil gebracht von Blue Bricks, die BR146 und die BR101. Und dazu, Fokus, ein Blue Bricks Part Pack mit 602x2 Fliesen in Light Bluish Gray. So, und jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich war noch shoppen. So, jetzt bei uns in der Nähe im Blue Bricks Store. Und diesen Eimer hier, das ist ein Kilo Klemmbaustein. Und ihr seht, ich habe ganz, 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 ganz viele Fliesen. Alles einmal Einser und so Eckfliesen. Dann verschiedene Blades. Dieser komplette Eimer wiegt 1 Kilo. Und dieser Eimer hat gerade mal 37 Euro gekostet. 37 Euro für diese Riesenmenge Steine. Das war's aber noch nicht. Ich habe mir noch was gekauft. Ich pack das mal weg. Und zwar gab es im Blue Bricks Store einmal diese zwei Prellböcke mit 2 Grad Gleisen. Und natürlich, was nicht fehlen darf, zu der BR146 oder BR101 den Regionalexpress Steuerwagen. Plus, offiziell schon im Internet, das gibt es nicht in den Stores. Ihn gab es aber doch. Einen Passagierwagen Regionalexpress. Ich glaube, das sollte für diesen Bahnhof eine coole Edition sein. Davon ist auch schon ein zweiter unterwegs. Es gab leider nur noch einen im Shop. Ja, ich baue da mal fleißig weiter an dieser wunderschönen Stadt. Ihr seht auch, hier hat sich schon einiges verändert. Das seht ihr aber jetzt gleich, wenn ich ein bisschen gebaut habe. Bis gleich. Und da kam natürlich dann auch noch die Post und hat ein paar weitere Steine gebracht.
Und zwar wieder von Brickhost. Ich habe es euch ja letztes Mal schon gezeigt. Da ist die Kamera. Und zwar eine Bricklink-Bestellung. Mein Spickzettel. Das sind ×100 in weiß. Dann mal schauen, wie viel das sein sollen. Das Brick. Ich habe so viel bestellt. Das sind auch nochmal ca. 150 in Light Blush Grey. Dann einmal zweier Light Blush Grey. Das müssten so 50 Stück sein. Einmal eins in weiß. Dann müssten sich hier das weitere. Genau. Das dürften so um die 75 2x4 in weiß sein. Dann sind hier nochmal einmal 2er in weiß. Einmal 3er in weiß. 2x2er in weiß. 2x2er in weiß. Dann hier habe ich eine Mischtüte. Einmal 2er in blau. Und einmal 4er Blades in Dark Blue Grey. Dann haben wir einmal 4er in blau und Supports. Die ist einfach, wieso ich die bestellt habe. Ich baue mir mittlerweile, das seht ihr auch im nächsten Update, immer die Konturen der Gebäude vor. Dafür benutze ich immer so einmal irgendwas Blades in in gelb. Gerade meistens so einmal 2er, einmal 4er. Das heißt die Konturen der Gebäude. Dann haben wir nochmal gelbe Supports. Wir haben für den Bahnhof weiße. Einmal 4er Blades. Bahnhof. 2x2 in blau. Einmal 1er in gelb für Grundriss. Dann habe ich ja schon einen ganzen Sack voll davon. Jetzt habe ich einen zweiten Sack voll davon. 2x6er Blades in orange. Die benutze ich als Unterbau, habe ich auch im Bahnhof verbaut. Die sind halt einfach billig. Da kostet so eine Platte unter 2 Cent. Und das ist als Blade-Ersatz einfach aneinander gestückelt. Super. So. Und das war das teuerste aus der ganzen Bestellung. Das sind einmal, zweimal, Dreier. Wie war der Name dafür nochmal? Die hießen, Hilfe. Panels. Es wird der Unterbau der Bahnsteige. Und das sind insgesamt, lass mich nicht lügen hier, 311 Stück. Das war ja der Mammutbetrag der Bestellung. Dann haben wir hier Hinge-Teile, Dachkonstruktion, ihr wisst, und noch ein paar Flex-Tracks. Weiß nicht so, Flex-Tracks, wie heißen sie wirklich? Flexible Train. Ja, und diese ganze Bestellung hier hat einen Wert, das sind zu 99% Used Parts, ganz klein wenig sind davon auch neu, aber die mische ich eh mit rein, weil bei der Menge macht es eh keinen Unterschied mehr. Ja, das ist ein Warenwert von 160 Euro in diesem Fall, was jetzt weiter in die Stadt fließt. Und nächste Woche, also dann zum nächsten Update, kommt nochmal ein großes Paket. Warenwert 222,22 €. Mehr wollte ich der Bestellung ja doch nicht hinzufügen vom lieben Nick. Aber das
Passt leider nicht mehr bis in dieses Update. Das sehen wir dann im nächsten Update. Als nächstes zeige ich euch dann mal, was sich in der Stadt seitdem getan hat. So, nun kommen wir natürlich dazu, was habe ich die Woche über gebaut, was hat sich verändert nach dem Unboxing des gestern, für euch vorher, für mich gestern erhaltenen Brickhouse-Paketes, habe ich hier schon mal angefangen, die Unterführung zu bauen. Hier vorne kommt ein Haus dran, deswegen ja auch, wie erwähnt, die gelben Grundstrukturen. Das hier muss ich nur hochziehen, dafür fehlen mir aber aktuell Teile. Dafür habe ich nämlich extra so Teil-Modifies bestellt. Die fehlen aber noch. Die kommen hoffentlich nächste Woche. Dann habe ich angefangen, den Bahnhof zu errichten. Da fehlen aber auch noch die Scheiben. Und mir fehlen noch einige Steine zum Hochziehen. Das habt ihr aber auch im Speedbild schon ein bisschen gesehen. Dann wurde diese Woche hier schon einiges vom Gehweg gepflastert. Sehr, sehr viel mit diesen 1x1 von Blue Bricks. Könnte ich hier schon mal sehen. Der Gehweg hier ist komplett fertig. Hier ist er auch soweit fertig. Bis zum Sanctum. Das ist das originale Lego Sanctum Sanctorium. Das habe ich hier direkt auf die Platte mit drauf gebaut. Ich finde, das macht sich gut. Aber wenn man nicht weiß, woher es kommt, könnte man wirklich denken, es ist ein normales Stadthaus. Das schließt dann hier direkt an den Bahnhof mit an, wird dann hier noch ein bisschen verblendet, weil innen kommen ja Geschäfte rein in den Bahnhof. So, und kommen wir zu den Zügen. Da habe ich auch schon fast alles fertig gebaut. Hier haben wir die BR101 von Blue Bricks. Dafür fehlt mir leider noch der Motor, der ist bestellt, der kommt hoffentlich laufe nächste Woche mit dem ersten Personenwagen, beziehungsweise Doppelstock-Personenwagen. Da kommt dann noch ein zweiter hinten dran, der ist auch schon bestellt und ich habe noch das, den Steuerwagen, also das Endstück dann. Das heißt, da kommt dann die BR101 zusammen mit zwei Personenwagen und einem Endstück. Ja. Bahnhofshalle hat sich auch einiges getan. Das sind jetzt alles schwarze Supports. Und hier oben ein Rahmen, wo dann eben das Dach drauf kommt. Dach muss ich auch noch ein bisschen weiter bauen. Dafür kamen auch schon die Steine. Und hier haben wir dann noch die BR243, müsste sein. Die habe ich hinten an den originalen Lego-Personenzug rangebaut, damit es so aussieht, als würde sie sich schieben. Der Motor ist weiterhin vorne drin. Ja, allzu viel ist sozusagen nicht passiert. Das Ding hat mich 3 Tage Bauzeit gekostet. Ich habe es auch in meinen Abschnitten gebaut. Ich habe erst das erste, dann den zweiten, dann den dritten Bauabschnitt. Ist auch komplett ausgebaut. Das heißt, alles ist drin. Auch wenn man davon noch nicht viel sieht. Ja. So viel dann erstmal zu diesem Update. Wie gesagt, für den Rest fehlen mir noch die Steine. Da kommt nächste Woche eine große Lieferung von Bricknick. Müssten knapp 4000 Teile sein. Vor allem auch die wichtigsten fehlenden. Einige Blades sind auch um hier weiterzubauen. Einige 1x4er in Weiß. Und eben, wie gesagt, hier die Brick Modifieds.
Und dann würde ich sagen, zum Abschluss den aktuell einzig wirklich motorisierten Zug. Machen wir natürlich das Licht dafür an. Und dann können wir mal sehen, wie das hinten aussieht. Ist farblich passt das Ganze nicht ganz so, aber ich finde es schon schick. So, können wir mal Vollgas geben. So, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte bisher. Die ganze Strecke ist jetzt zweigleisig. Zumindest bis hier vorne. Da wird es eingleisig für den Übergang und geht dann einmal Abstellgleis. Ah, voll vergessen, hier sind noch die Blue Bricks. Prellböcke. Und hier wird es dann auch wieder zweigleisig für den zweigleisig in den Bahnhof, wo es dann dreigleisig im Bahnhof wird. Stimmt, und hier habe ich angefangen, einen Bahnsteig zu bauen. Ja, das war's dann mit diesem Update. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Habt viel Spaß beim Bauen. Ciao.